Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns in der Aromalogie und heute mit dem Öl des Monats März. Und wir haben uns für diesen Monat für das Öl Blauer Rainfarn entschieden. Und da freue ich mich drauf, weil das ist ein ganz besonderes Öl, nicht zuletzt wegen seiner blauen Farbe. Ja, und ich freue mich sehr darauf, da es wirklich auch eines meiner Lieblingsöle ist und warum es so gut für unsere Haut und gleichzeitig für unser Hirn ist. Darüber sprechen wir heute ein bisschen. Und du hast schon verraten, es ist so schön blau. Allerdings, wenn wir uns die Pflanze anschauen, die Blume an sich, die Blüte, ist quietschgelb. Und das ist natürlich, ja, was ganz Besonderes. Und während wir es aufnehmen, rieche ich auch dran. Ich finde, es hat einen sehr balsamischen, frischen und zugleich so einhüllenden Geruch. Und ja, Carla, was fällt dir zu blauem Rheinfarn so ein? Also erstmal war ich wie bei den meisten von unseren Ölen, Monatsölen erstaunt, dass wir ihn noch nicht hatten, weil ich glaube, wir haben schon mal irgendwo drüber gesprochen. Meine erste Begegnung war damit tatsächlich mit der Ölmischung Valor, weil ich das, gerade auch meine Kinder lieben diese Ölmischung, weil sie eben blau ist und da ist eben auch der blaue Rainfarn drin, was das Öl einfach von der Farbe so besonders macht. Also ich finde es einfach total schön, wenn du das so das Fläschchen umdrehst und dann kommen diese dunkelblauen Tropfen daraus. Und was ich eben auch total spannend finde, ist, wenn wir die Pflanze an sich anschauen und eben sehen, dass es eine gelbe Blüte ist, die sich dann erst durch die Destillation, das war eben neu, wusste ich nicht, sich dann erst färbt. Genau. Kannst du erklären so ein bisschen, warum das so ist? Also warum wird es blau? Ja, also dazu ist es, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dass die Pflanze an sich, also der blaue Rainfarn, aus der Familie der Korbblütler kommt, wie zum Beispiel auch die Kamille oder die Schafgarbe. Und die Kamille ist ja auch leicht bläulich. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns die Kamille anschauen, als Blüte im Inneren gelb und die Blütenblätter weiß. Und das liegt daran, dass eben ein chemischer Vorgang stattfindet, bei dem aus Mitrizin heißt das Sesquiterpen sozusagen umgebaut wird in Carmazolen. Dieses Carmazolen, Carma von Kamille und Azulen von auch dem französischen Azurblau, gibt dann eben dem ätherischen Öl diese ganz tolle indigo-blaue Farbe. Was dann natürlich direkt so, finde ich schon, ja, bestechend ist, dass wir da ein bisschen Vorsicht walten lassen dürfen, wenn wir das Öl verwenden. Also ich empfehle es immer zu verdünnen, denn ich habe ja eben schon mal gesagt, es ist so schön für unsere Haut und gleichzeitig auch für unser Hirn. Es wird tatsächlich in der Kosmetikindustrie sehr, sehr viel verwendet und da natürlich in ganz geringen Mengen. Und ich dachte so, ach, das ist fantastisch für die Haut. Ich tue mir Gutes damit und habe das dann in meine Hände getropft. Die Hände werden dann auch schön schlumpfblau und dann aufs Gesicht. Und dementsprechend sah ich auch aus wie ein Schlumpf. Das war ganz wundervoll. Es war total entspannt und hat der Haut auch sehr gut getan. Nichtsdestotrotz hat sich das Öl in die Poren gesetzt. Und ja, je nachdem, wie groß deine Poren sind, warst du dann eben sehr blau. Und mit einfach, sage ich jetzt mal, abwaschen oder verdünnen mit dem ätherischen Öl war es nicht getan. Also ich durfte tatsächlich mein Gesicht erstmal peelen. Also von daher immer ein bisschen aufpassen oder auch wenn man helle Kleidung hat und sowas. Also generell ansonsten ist es ja so, dass ätherische Öle eher durchsichtig sind und auch keine Flecken machen, weil sie eben ätherisch sind und sozusagen verdampfen. Blauer Rheinfarn, definitiv eine Nicht. andere Ja. Liga. Ja, Genau. lustig.
Naja, jetzt bist du auf jeden Fall nicht mehr blau im Gesicht. Also du hast es wieder abbekommen. Aber es ist auch ein guter Hinweis, gerade auch wenn man, wir haben ja auch schon so Sachen vorgeschlagen, dass man auch so Spray macht für die Bettwäsche und solche Geschichten und so, dass es halt vielleicht nicht unbedingt auf die Klamotten oder auf die Bettwäsche kommt. Also ich habe es gerne im Diffuser. Ich mag den Geruch. Ich mag eben das auch gerne in verschiedenen Ölmischungen drin. Aber auch der blaue Rain Farm Pur, es riecht einfach toll. Also du hast vorhin auch gesagt, so frisch und gleichzeitig auch beruhigend. Ist ja in Valor auch drin, was ja unser Moodöl ist. Und ich finde, es hat, ja, es hat was sehr, das erste Wort, was mir einfällt, ist so stabilisierend. Also das ist beruhigt, es ist so eine Anti-Stress, Wirkung und offensichtlich ja auch für die Haut und eben auch emotional. Und das finde ich ja, ich finde beides spannend, aber das Emotionale interessiert mich immer noch ein bisschen mehr. Und ja, also definitiv für mich eher so auf dieser ruhigeren, erdenderen Seite. Ja, definitiv auch dahingehend, weil es eben von der Zusammensetzung her Sesquiterpene enthält. Das ist eben dann dieses Mitrizin, was eben das Kammerazolen wird. Und Sesquiterpen sagt man ja nach, dass sie unter anderem auch uns dabei unterstützen, GABA, also dieses Wohlfühl-Kuschel-Hormon sozusagen, mit zu unterstützen. Und dementsprechend unser ganzes System auch runterzufahren, also wirklich in eine tiefere Entspannung reinzukommen. Und du hast es so schön gesagt, und in Verbindung mit Valor und Mut finde ich das ganz toll. Zum einen eben aus diesem Hamsterrad des Stresses und sowas rauszukommen. Da habe ich, weil wir ja auch dann immer in der Vorbereitung noch so ein bisschen rechts und links schauen und eben emotional auch gucken, was macht es so. Da haben wir auch immer ganz gerne das Buch Die Weisheit der Pflanzenseelen mit parat. Und da steht unter anderem drin, dass, ja, dass wir die Möglichkeit haben, wenn wir den blauen Rain Farm nutzen oder auch zum Beispiel in Verbindung jetzt wie in der Ölmischung Valor, dass wir uns dieser globalen Schwingung dieses Stresses, die ja so im Kollektiv auch herrscht, also immer wieder dieses, ja, dieses, man muss so und so und das muss so und so und da wegzukommen, zum einen diesen Mut zu haben, da rauszugehen aus diesem Hamsterrad und zum anderen auch wirklich dann in diese Beruhigung zu kommen und sich davon komplett frei zu machen. Und da unterstützt uns der blaue Rheinfarn ganz wundervoll, dass wir uns auch regenerieren dürfen auf allen Ebenen. Also nicht nur für die Haut regenerativ, sondern auch eben für Die unser. Psyche und die Seele. Ja. Genau, Ja. ja. Was ich vielleicht auch noch dazu sagen kann, also dadurch, dass ich ja auch zwei Kinder habe, die gerade für Kinder, die lieben das. Also vielleicht auch, weil es blau ist, aber ich gerade im Valor natürlich sowieso, aber auch so, ich lasse immer meine Kinder an auch neuen Ölen, die ich habe, so ein bisschen schnüffeln und den blauen Rain Farm, da haben sie beide gesagt, oh ja, das ist toll. Also das ist natürlich irgendwie auch, glaube ich, wenn man so aufgekratzte, zum Teil sehr temperamentvolle Kinder hat wie ich, ist das ein cooles Öl. Und dadurch, dass es blau ist, macht es für Kinder halt auch besonders spannend. Genau. Haben wir schon, jetzt weiß ich gerade gar nicht, haben wir gerade davon auch gesagt, schon besprochen, dass es auch noch eine andere Form von Rain Farm gibt? Haben wir das am Anfang Nee, gesagt? das haben Nein, wir ne? noch nicht gesagt, aber das ist ganz wichtig natürlich zu Ja. erwähnen, dass in unseren Gefilden, also der blaue Rain Farm, von dem wir sprechen, im Lateinischen heißt der Tanacetum annuum und kommt eher aus so dem marokkanischen Bereich. Den Rain Farm, den wir kennen, der nennt sich Chrysanthemum vulgare und vulgare, die Übersetzung bedeutet gewöhnlich, also der gewöhnliche Rheinfarn, der wird auch bei uns in den Kreisen eher Wurmkraut genannt. Und da darf man einfach schauen, mit welcher Pflanze habe ich es zu tun. Also immer diesen lateinischen Namen auch immer noch mal beachten, denn der gewöhnliche Rheinfarn wurde früher auch verwendet innerlich für Leute, wenn sie Parasitenbefall und sowas hatten, die Pflanze an sich.
und eben Wurmkraut genannt, hat allerdings da nochmal andere Eigenschaften und wird, soweit ich das von der Recherche her auch nachvollziehen konnte, heutzutage weniger und mit größerer Vorsicht einfach verwendet, weil es eher toxische Eigenschaften haben kann. Also da einfach drauf schauen, mit was habe ich es zu tun. Und was ich noch sagen wollte, wie du auch sagtest, die Kids mögen das so gerne und eben auch dieses wohlig, warme, diese Geborgenheit, das hilft uns auch, dass wir zum einen Mut und Wachstum eben vorantreiben können, auf eine sehr sanfte Art und Weise, und zum anderen, dass wir rausgehen auch aus so einem Kampfmodus. Ja, also zum einen zu stärken, also Balor ist ja auch unter anderem entstanden damals von Gary, um eben, was er so auch geschichtlich zu den einzelnen Pflanzen rausgefunden hat und gelesen hat in Niederschriften, dass man ja auch bestimmte Pflanzen und Öle und Tinkturen verwendet hat, um so Krieger vorzubereiten auf den Krieg und den Kampf und da zu stärken. Und eben da Valor auch ja, dieses Mut, dieses Aufrichtig, dieses Stabile, was du auch so beschrieben hast, allerdings ohne diesen Kampfgedanken. Also wirklich ja in so einer, ich sehe das auch in so einer positiven Ausrichtung einfach präsent zu sein. Ja, also wirklich so diese Stärke, aber ohne den Zwang oder die Aggression oder den Druck, ne? Ja, cool. Genau. Ja, also auf jeden Fall ein Öl, das in keiner guten Ölemischung, also Sammlung meine ich, in einer keiner guten Ölesammlung fehlen sollte. Wenn du es noch nicht Ja, hast, ist auf unbedingt. jeden Fall wertvoll, ja. Ja, Und auch wirklich kostbar tatsächlich. Denn was ich auch noch gelesen habe, dass man für 1 Kilogramm Öl ca. 300 bis 600 Kilogramm der frischen Pflanze benötigt. Also wirklich kostbares Öl, was wir ganz bewusst auch verwenden dürfen, gerne verdünnt. Und vielleicht neben dem, dass wir in unserem Rezept der Woche ja ein ganz tolles Bluthensi-Rezept haben, können wir vielleicht noch so ein paar Sachen mit anfügen, wie wir das Öl denn so verwenden können, sonst noch so im Alltag. Du hast schon gesagt, du benutzt das ganz gerne im Diffuser. Genau, also ich liebe halt, ich liebe es im Diffuser. Ich liebe auch, das da rein zu tröpfeln, weil diese blaue Farbe sich dann da drin so schön auflöst. Das finde ich immer total schön. Und ich mag einfach den Geruch. Also ja, ich glaube tatsächlich am meisten benutze ich es im Diffuser. Genau. Was ich auch noch ganz angenehm finde, ist zu verwenden in Kombination zum Beispiel mit Wintergrün und einem Triggeröl, einfach auch, um zu entspannen. Also um auch wirklich unsere Muskulatur und nicht nur unseren Mind runterzufahren, sondern auch die Muskulatur zu entspannen. Ganz klar in der Gesichtspflege, also in meinem Gesichtsglow-Serum, ist es auch immer mit dabei, weil es eben die Haut beruhigt und antioxidativ ganz stark ist. Und ja, in Bezug auch Entspannung, eben auch Meditation. Also auch wirklich runterzukommen und es auch mit der Atmung zu verbinden, finde ich gut. Und was ich noch gelesen habe auch, ist, dass der blaue Rainfarn ganz wundervoll für unser Wurzelchakra ist. Und mit all dem, was wir ja auch schon beschrieben haben, macht das einfach auch total Sinn, weil Ja, es klar, ne? Gerade diese Erdung und Stärke, ja, definitiv. genau. Und auch darüber hinaus unser Halschakra stärkt, also auch unsere eigene Wahrheit zu sprechen. Denn oftmals, wenn ja auch, wenn das Wurzelchakra sozusagen irritiert ist, dann ist da keine Stabilität, da ist da kein Urvertrauen drin. Und dann haben wir oftmals auch ja, eher Ängste, unsere eigene Wahrheit zu sprechen und ja, unseren Weg auch wirklich zu gehen. Und da hilft Bluthensi auch ganz toll. Also das lohnt sich dahingehend auch, das zu verwenden. Ja, und natürlich zum Schlafen. Auch ganz tolles Öl. Also abends auch einfach auf die Fußsohlen, auch für Kinder. Ja, im Kid Power ist es ja auch drin, zum Beispiel. Ja, stimmt, ja. Weil da ist ja Valor auch als Mischung drin, in Kombination mit Vanille.
Ja, das mag ich persönlich auch sehr gerne als Parfum tatsächlich. Ja. Ja. Ja, wie immer jede Menge Möglichkeiten, das Öl zu testen und in deinem Alltag anzuwenden. Ich denke, wir werden auch wieder einiges in die Shownotes packen. Und genau, unsere Intention für die Öle des Monats ist ja einfach, dass du dich ein bisschen mehr mit einem Öl beschäftigst, dass du, wenn du es schon hast, eben da dein Wissen und deine Erfahrungen damit vertiefst und falls du es noch nicht hast, vielleicht angeregt bist, es zu bestellen und auszuprobieren. Genau, alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Heute in unserer DIY-Ecke haben wir ein wundervolles Rezept für eine Creme zusammengestellt. Mit natürlich Blarm Rain Farm, passend zu unserer Folge und unserem Öl des Monats. Ja, auf jeden Fall reinhören in die Folge, was es für tolle Eigenschaften für die Haut hat. Das ganze Rezept für diese Creme, wie du sie genau zusammenmischst und welchen Schritt du wann wie verfolgst, das haben wir dir in die Shownotes gepackt. Und ganz, ganz wundervoll als Ergänzung natürlich kann man Weihrauch zu dem blauen Rainfarnöl reingeben. Und für wen dieses Rezept ein bisschen zu aufwendig ist, der kann es sich auch einfacher machen und ein einfaches Glow Serum herstellen, indem er zum Beispiel ganz klassisch aus dem Starter-Set zum Beispiel Weihrauch, Copaiba und Lavendel nimmt und dann einfach noch 1, 2 Tropfen blauen Rainfarn hinzu. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude mit der nächsten Folge und solltest du auch ein Rezept für uns haben, das du mit uns teilen möchtest, dann schick es uns gerne an aromalogie.podcast@gmail.com und als Dankeschön veröffentlichen wir natürlich dein Rezept, teilen es mit allen anderen und du bekommst von uns eine ölige Überraschung nach Hause geschickt. In diesem Sinne, ganz viel Freude mit der nächsten Folge.